Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, genau hier haben wir aufgehört und jetzt geht's darum, den Arenaleiter oder die Arenaleiterin zu besiegen. Ach, das war die Arena mit den Portalen. Nun gut. Hey, warte, du Champion in Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Na, ein Glück hab ich einen feuerspeienden Drachen. Da braucht man gar keine andere Strategie. So, dann besiegt man doch mal den ersten hier. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Ja, ihr werdet aber keine Wahl haben. Ich mache euch alle der Reihe nach platt. Von mir aus auch alle gleichzeitig. Dann geht's zumindest schneller. Ein Phlegmon. Na, was hilft dagegen? Flügelschlag, glaub nicht so, Flammenklaue auch nicht. Feuer ist auch nur so ein Mittel. Ach, wir probieren es mit Feuer. Wozu haben wir den Flammenwurf denn? Und nicht sehr effektiv, hatte ich vermutet, hat aber überraschenderweise trotzdem gereicht. Vielleicht liegt es daran, dass mein Glurak auf Level 63 ist. Wer weiß das schon so genau? Noch ein Phlegmon. Ich glaube dieselbe Strategie nochmal. Oh, ich war noch gar nicht im Pokémon Center, seitdem ich Team Rocket ausgeschalten habe. Naja, müssen wir hier vielleicht mal kurz ein Päuschen machen und zurückgehen, wenn der Flammenwurf denn leer ist. Ein Lamus. Da wird schwierig mit Flammenwurf, also Level das gleiche, aber generell sind die ein bisschen, trotzdem haben ein bisschen andere Werte, glaube ich, wenn sie entwickelt sind. Wir schauen einfach mal und ja. Ganz knapp wurde es nichts. Nein, eine Kopfnuss. Flügelschlag. Vielleicht bringt das ja was. Ist zumindest nicht komplett uneffektiv und sinnlos. Dann wissen wir das schon mal. So, ich habe die Konzentration verloren. Ja, aber deine Bälle schweben noch. Alle Achtung dafür. So, vielleicht hierhin. Ist es nochmal derselbe? Nö. Machen dir unsere Psy-Kräfte. Ah, kann ich nicht aussprechen. Psy-Kräfte? Psy-Kräfte, Angst? Ist egal. Psychokräfte halt. Wer kennt's nicht? So. Ein Kadabra. Probieren wir es mal mit Flügelschlag. Vielleicht reicht es ja. Das schon vor allem den Rachen meines Drachen. Das reimt sich so wunderbar. Ich habe, glaube ich, nur noch 6 Flammenwürfe. Würde ich gern aufheben für die Arenaleiterin. Flügelschlag. Komm schon. Mach aus dem Phlegmon ein Wegmon. Ja. Das funktioniert ja wunderbar. Wieso nicht gleich so? Oh, ein Pantimos. Ich glaube, irgendwo gab es jemanden, der ein Pokémon gegen Pantimos getauscht hätte. Keine Ahnung, welcher Typ das hier im Spiel war. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir eins gesehen haben. Und ein Kadabra. Dann werde ich Simsalabim Sabrina dich weghauen. Irgendwie so. Ah, eine sehr schöne Attacke von einem sehr schönen Pokémon. Muss ich schon sagen. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Ja, glaub's besser. Ihr Psycho könnt mir nix. Ich bin doch selber ein Psycho. So, dich haben wir auch noch nicht. Okay, das ist jetzt die Mitte. Du weißt, dass man die Stärke allein nicht weit kommt. Mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Bist du dir da sicher? Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Oh, Hilfe-Button. Ja, der ist auf der Rückseite meines Controllers, ich weiß. Immer wenn ich zu aufgeregt bin, weil ich ein mega witziges Wortspiel gemacht habe, kriege ich mich nicht mehr ein und dann kommt der Hilfe-Button zum Vorschein. Level 64, ist das nicht schön? Feuerwirbel, oh, nee, lieber nicht. Nein. Oh. Feuerwirbel war ja keine starke Attacke, sondern, nein, ich wollte das Pokémon nicht wechseln, sondern hat, glaubt, die Gegner nur ja, in einem Feuerwirbel gefangen und macht 5 Runden lang Schaden. Kein Gewehr auf irgendeine meiner Angaben. Vielleicht war das auch der größte Fehler, den ich heute gemacht habe. Aber vielleicht auch nicht. Hätte es mir wenigstens ansehen können. Egal, beim nächsten Mal, wenn ich zweifle, mache ich das. Das ist unfassbar.
Ja. Kraft allein reicht wohl doch. So, wo geht's hier hin? Ah. Hi. Jetzt sind wir wieder da. Hier muss doch so eine Art System dahinter stecken. So, jetzt kommen wir hier hin. Dann gehen wir mal hier hin. Und da ist sie ja schon. Sieht gar nicht so jung aus. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Ach, das ist gar nicht Sabrina. Ah, nee, gut. Keine Ahnung, wie die aussieht. Die sieht aber echt nach einem Psycho aus. So, Nebulak. Hilft da mein Flügelschlag auch was? Ist ja mehr Geist als Psycho. Ja, ich würde sagen, das war effektiv genug. Und ein Alpollo. Ein Albtraum-Pokémon. Ein Gengar hätte ich gerne in dem Spiel, aber ich habe leider keine Freunde, mit denen ich hier tauschen kann. Das wird technisch gesehen auch ein bisschen schwierig. Deswegen wird es wohl kein Gengar in dem Spiel sein. So sieht's aus. Aber Geld hast du mehr als die anderen, das freut mich so. Dann nehmen wir mal links oben. Wer bist du? Ach, da links ist Sabrina. Dann nehmen wir nochmal das gleiche. Einmal nach hier. Dich haben wir auch noch nicht. Was hast du denn so? Die Pokémon in der Arena von Safronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Mensch, der ist... Der hat sich in mein Gehirn gehackt. Wie weiß er das denn? Vielleicht, weil ich hier bin. Oh, ein Lamus mit Level 38. Mal sehen, wie viel HP übrig bleiben beim Flügelschlag. Fast die Hälfte. Amnesie. Hab früher als Kind immer Ameise gelesen. Hat sich inzwischen verbessert. War nämlich damals immer die Frage, hä, was hat das jetzt mit einer Ameise zu tun gehabt? Bis ich dann Jahre später das nochmal gelesen habe. Ah! Und hier mit der Kohle. So, dann müssen wir vielleicht hier nach rechts. Nein. Wir versuchen es nochmal. Hier nach oben. Nein. Ja. Welchen hat man noch nicht? Ich glaube links oben oder links unten. Ich glaube hier, komma hier. Fällt uns nicht schwer, dann probieren wir die noch aus. Ah! Probieren geht über studieren. Hallo Sabrina. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Ja, das mit den Löffeln habe ich als Kind auch probiert. Es hat nie geklappt. Okay, die ist tatsächlich relativ jung im Vergleich zu der alten Geisterbeschwörerin. Ein Kadabra auf Level 38, ich glaube. Wir probieren es mal mit Flügelschlag. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Ein Pantimos. Ich glaube, das habe ich immer gefürchtet, als ich gegen sie gekämpft habe. Flammenwurf. Dann soll's. Inzwischen sollte es gehen mit dem Glurak auf Level 64. Ja, gar kein Problem hier. Ein Omod. Sehr schön. Ein Glück habe ich ein Feuer-Pokémon. Da hilft ein Käfer, Flugvieh, Mottending gar nichts. Tschüss. Und auch noch sehr effektiv. Ich bin nicht überrascht. Und jetzt ein Simsala. Hab ich's doch vermutet. Auch ein relativ cooles Pokémon. Kann nicht behaupten, dass ich das arg mag, aber ich finde es trotzdem cool. Und bedrohlich. Lieber schnell weg damit. Ciao, Simsala. Mensch, wir sind echt überlevelt im Moment. Sabrina wurde besiegt. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ach, das würde ihr auch sagen. Ich schenke dir den Sumpforden. Was heißt hier schenken? Ich habe ihn mir verdient. Und wieso hat die Psychokinese-Frau einen Sumpforden? Egal. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Bestimmt Psychokinese.
Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Oh, danke schön. Kann ich jetzt außerhalb vom Kampf fliegen? Ich denke mal. Dann können wir uns eventuell einen Zapdos angeln. Ich wusste jetzt nicht, dass ich hier noch zurück muss. So. Komm schon. Ich will doch nur raus. Ich will doch nur raus hier. So, wir sind ja hier als erstes reingekommen, dann müssen wir hier auch irgendwie rauskommen. Irgendeiner dieser Schalter war es. Ich bin mir fast sicher. Ah, hat gepasst. So, raus hier und schnell ins Pokémon Center. Oh, du hast einen Taubsi. Ein Tauboss? Das ist der Boss unter den Tauben, würde ich mal sagen. So, Silfko, Pokécenter da unten. Da unten hat sie's ja verkrochen. Wir haben's trotzdem entdeckt. Ich bin so stolz auf uns. Einmal komplett heilen. Dankeschön. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir ein paar hypermäßige Hyperbälle. Und dann will ich mal sehen, ob wir ein Zapdos bekommen. Kannst du fliegen? Du kannst fliegen. Ach, ich brauche noch einen anderen Orden. Okay. Dann müssen wir kurz mal auf die Karte sehen, wo wir denn überhaupt hin müssen. Ich schätze unten nach Fuxania City und dann übers Wasser. Hier ist Route 12, das heißt, ja, gehen wir einfach runter nach Urania City. Und dann wird sich hoffentlich alles in Wohlgefallen auflösen. Okay, anscheinend ist mein Rad nicht selektiert. Das finde ich schade. Das hier ist doch nicht der richtige Weg. Das hier ist doch nicht der richtige Weg. Links ist doch der Radweg. Ich glaube, da sind wir auch letztes Mal hergekommen. Das geht doch dann viel schneller nach Fuxania City. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Prismania City. Ah ne, der Radweg war links von Prismania City. Ich erinnere mich so halbwegs. Leider ist es letzte Woche ausgefallen und dann war ich diese Woche noch ein bisschen erkältet, hört man vielleicht noch da. Ja, aufnehmen ist nicht so gut, wenn man nicht reden und atmen kann, zumindest nicht gleichzeitig. Hui, hui, was steht denn da auf den ganzen Schildern? Hui, ist mir egal, hui. Ach, die Radwege sind immer klasse. Und weiter runter und da. Sind wir eigentlich schon am Ende? Schade, dass wir hier keinen Surfer einsetzen können. So. Dann ist da oben ein Markt. Da wollen wir kurz hin. Ach, ich habe kein Pokémon, das gerade zerschneiden kann. Das ist ja dämlich. Ja, stimmt. Ich habe meine Polente rausgeworfen. Okay, wer kann das denn? Nidoking, oh, das tut mir so leid. Ah, das musst du jetzt machen. Du wirst die TM. Der TM-Ding. Doppelkick, Fuchtler. Ach, Fuchtler muss weg. Oh, und ja, es tut mir so leid, Nidoking. Du wirst auch noch Zertrümmerer lernen müssen. Sehr schön. So, dann können wir das jetzt aber zerschneiden. Ja, auf jeden Fall. Ein Knopfdruck hätte es auch getan. Ja, trotzdem danke, Spiel. So. Habt ihr Hyperbälle in rauen Mengen für mich? Ich hoffe doch. Hyperball. Besitz ein. Wir können 99 kaufen. Das klingt doch gut. Dankeschön. So, jetzt haben wir nur noch 30.000 Dollar. Na, ich finde, das war's wert. Das war's doch allemal wert. Die Hyperbälle werden eine ganze Weile reichen. Ja, respawnt den Busch doch nicht so schnell. Ich weiß, ich habe die Karte verlassen, indem ich in ein Gebäude getreten bin. Wollte wieder meinen Rad holen, aber da ist immer noch die Angel dran. Das können wir einstellen. So, Fahrrad, Select. Sehr schön. Hui. So, jetzt müssen wir aber irgendwie aufs Wasser. Hier muss ja irgendwo ein Strand sein. Hey, was willst du? Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Pokémon. Kann nicht mal mehr Pokémon aussprechen. Naja, was soll's. Der hat eh einen Vogel. So wie es aussieht, hat er vier Stück. Hoffentlich nicht nur Taubogas. Schlitzer. Hat man eine Weile nicht.
Hui. Und Flügelschlag wird nicht sehr effektiv sein. Würde ich einfach mal vermuten. Ein Porenta. Da weiß ich nicht mal, ob ob Schlitzer so gut ist. Ich glaube vom Typ normal auch. Oh, was soll's. Hat gereicht. Da muss man sich nicht genieren oder aufregen. Ein Dodo. Wäre cool, wäre das letzte dann ein Dodri. Schauen wir mal, was er noch hat. Vielleicht hat er auch einen Tauboss. Wäre auch nicht schlecht. Und... oh, ein simples Taubsi. Das ist enttäuschend. Na gut, ist auch nur auf Level 26. Anscheinend sind die Gegner hier noch nicht so stark. Sehr schön. Edwin wird besiegt. Au, oh, das ist tragisch. Das würde ich auch sagen. So, da ist noch einer. Oh, habe ich gegen euch noch gar nicht gekämpft? Hm? Meine Vögel erschaudern? Du musst wirklich sehr gut sein. Oh ja. 5 von 5 Sternen auf Yelp. So. Was hast du? Ein... ein Dodri. Ach, das Pokémon mochte ich als Kind extrem. Mittlerweile glaube ich ein bisschen weniger, aber die drei Köpfe mit verschiedenen Elementen, einfach klasse. So, noch ein Dodo und wahrscheinlich dann noch ein Dodo, wenn ich hier predikten müsste. Wir haben ja genug. Wir haben unsere Krallen erstmal pediküren lassen. Da können wir einige Schlitzers anwenden. Ja, noch ein Dodo. So vorhersehbar das Spiel. Ich habe es auch oft gespielt, muss ich sagen. Nur jetzt das erste Mal auf Kamera, auf Video. Kamera ist hier nicht an. Sollt euch ja nicht erschrecken. So, Level 65. Sehr schön. Und Vitali wird besiegt. Ich lag also richtig. Ja. Bitte hinterlasst doch eine Yelp-Review. So. Oh. Muss ich nicht gegen jeden hier kämpfen. So. Das Geld braucht man im Moment nicht. Ein Tauboga. Boah, Flucht. Dafür stehe ich doch nicht auf. So. Ah, die Zwillinge haben wir hier noch nicht besiegt. Bertha sagt, Enkel, lass uns wirklich zusammen versuchen. Lass es uns wirklich zusammen versuchen. Das ist schön. Mal ein Doppelkampf. Weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Oh, Glumanda und Shiggy. Wo hast du denn das Shiggy her? Ich kauf's dir ab. Schlitzer auf... ja, Glumanda. Ja, und du machst was am besten? Mega-Hieb auf Shiggy. Warum nicht? Ach, ist egal. Shiggy hat sich geschützt, also hat mein Glurak zum Glück das richtige Pokémon anvisiert. Shiggy ist schon ein cooles Pokémon. Okay, Shiggy hat sich geschützt. Schlitzer und Stärke. Ist ja egal. Glurak wird schon regeln. Hat er auch. Sehr schön. Yay, Nidoking levelt auf. Und Bertha und Inke wurden besiegt. Wimmer. Wir haben verloren, oder? Ja. Aber Übung macht den Meister, würde ich sagen. So. Wo kann ich denn hier lossurfen? Oder will noch jemand sich mit mir anlegen? Hast du ein Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Ja, hab ich. Glaubst du nicht? Ich glaube, ich bin komplett falsch gelaufen. Na, es wäre mal sehen. Ein Habitat. Dann vertreiben wir es doch aus seinem Habitat. Okay, der war nicht gut. Aber ich habe mich zumindest angestrengt. Das haben die auch in der Schule immer gesagt. So. Ein Dodo. Häufig heute. Ein häufig gesehenes Pokémon bis jetzt. So, Volltreffer wird besiegt. Und ein Ibitak. Ja, ich mag Abwechslung und das ist Abwechslung genug. Oh, wir haben fast keine Schlitzers mehr, nur noch 8 Stück. Ja, wunderbar. Und Anton wird besiegt. War das eine Bruchlandung? Ja. Deswegen leg dich lieber nicht mit mir an, so Karte. Kann doch nicht sein, dass ich hier wieder hoch muss. Karte. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, ich komme da unten lang. Vielleicht gehen wir einfach nochmal zurück. Das wäre jetzt mein Vorschlag zur Güte.
Was ist denn hier oben? Ja, ich will den Zerschneider da einsetzen. Hui. Wenigstens sieht das jetzt cool aus, wenn Nidoking das macht. Das ist schon ein Vorteil. Hier mit dem Item. Regentanz. Wunderbar. Feuertanz wäre mir lieber. Regentanz stärkt ja Wasserattacken. Das bringt mir ja nichts. Nicht mit meinem Glurak. So. Bin ich echt... Ah, da unten ist, glaube ich, der Strand. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Nö, ist er nicht. Doch, ist er. Ach, ich weiß auch nicht. Gut, dann kann man aber noch mal kurz ins Poké-Center gehen. So. Einmal voll machen, bitte. Ach, ich mag diesen Service hier. Oh, hab gar kein Wortspiel gemacht. Trotzdem an den Button gekommen. Gefühlt habe ich 4 Buttons hinten und jeder ruft das Hilfemenü auf. Müsste ich mal mit der Xbox-App konfigurieren, mit der Game Boy Advanced-App. So, was könnt ihr Schwimmer denn? Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Ja. Und man sollte nichts essen. Sonst kriegt man ganz flauen Magen. Oh, die Ratten des Meeres, die Tentachas. Kein Quallenfan, aber ein Pokémon, an das wir uns jetzt gewöhnen müssen. Das werden wir sehr oft sehen, leider. Und ein Muschas. Ich glaube, das hat man auch noch nicht. Lustiges Pokémon. So, ein Glück haben wir wieder genügend Schlitzers. So, das wird besiegt. Enno wird auch besiegt. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Ja, mein Glura kann dich auch noch ein bisschen anrübsen. Schön mit so einem leichten Feueratem. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Nee, ich bin schon warm. Dankeschön. So, ein Goldili. Oh, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Das tut mir leid. Ich habe nachher ein ernstes Wörtchen mit meiner Nase zu führen. Also der Winter war echt nichts für mich. Nur am erkältet sein. Hatte schon bessere. So, Sepia. Auch ein wunderschönes Pokémon. Mag vor allem die Weiterentwicklung, Zetraking. So, und ein Sterndu. Mensch, der hat das abwechslungsreichste Team seit langem gehabt. Das ist doch wunderbar. Gut, sind alles Wasser-Pokémon. Aber was will man machen? Sehr schön her mit den EP. Und der Ernst wurde ernsthaft besiegt. Ah, wollte gerade Hilfemenü aufrufen, um noch einen Gag zu machen. Hat diesmal nicht geklappt. Fuxania City, Seeschauminseln, genau da wollen wir hin. Und rein ins tiefblaue Wasser auf unserem fetten Pokémon. Ich schau auf das Meer, um zu vergessen. Das klingt schon wieder, als ob du da in die Psycho-Arena gehörst. Was musst du denn vergessen? Du Kevin, du. Schlitzer. Warum ein funktionierendes System ändern? Noch ein Sepia. Ach, ich ändere das funktionierende System. Ich will mal schauen, was mein Flügelschlag kann. Dann sind wir doppelt so schlagkräftig, wenn wir beides einsetzen können. Ja, funktioniert beides sehr gut, würde ich mal sagen. Nein, ein traumatisches Erlebnis. Schnell, schau aufs Wasser, um zu vergessen. Ja, dann greif doch nicht jeden dahergelaufenen Pimpf an. Wenn du nicht handeln kannst, dass du mal verlierst. Ich wollte nach Pokémon tauchen, doch das war keine gute Idee. Warum? Hast du nur Tentachas gefunden? Ah, zumindest ein Goldini ist auch dabei. So, Flügelschlag. Heute mal kein Goldini-Sushi für uns. Zumindest jetzt noch nicht. Und noch ein Muschas. Er streckt immer so lustig die Zunge raus. Ja, wirklich, wirklich klasse. Wünschte, mehr Pokémon würden das machen. Sehen so putzig dann aus. So. Oh. Hat man auch noch nie einen Goldking? Und Sushi. Her damit. Schmeckt bestimmt gut. Schön in Wasabi-Soße oder hier in Sojasauce. Winfried wurde besiegt. Hilfe! Ja.
Hier kann dir niemand helfen. Wir sind auf internationalen Gewässern. So, und ich mach mal auch noch fertig. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Ich schätze mal mehr Horizont. Wäre jetzt so meine erste Vermutung. Was hast du? Ein Seepär. Und gleich hast du einen Seepär weniger. Das wehen wir aber nur weg. Bisschen Abwechslung muss ja hier sein. Vielleicht bin ich gleich auch ganz verrückt und setze ein bisschen Flammenwurf ein. Nein, ich wollte es nicht wechseln. Das Tentacher können wir auch irgendwie so handeln. Und ja, Flügelschlag. Muss reichen. Muss auch nicht schmecken, muss nur wirken. So, sehr schön. Noch ein Tentakel, ich glaub's ja nicht. Hab doch gesagt, wir werden die in Hülle und Fülle sehen. Vor allem, wenn sie uns noch auf dem Wasser auflauern. Und ein Goldigel. Na, wenigstens was. Und dich beamen wir auch weg. Wir haben ja gerade schon ein bisschen Goldking-Sushi. Da braucht man nicht noch mehr, als nötig ist. Sehr schön, hier mit dem Zeug. Blubber, Gluck. Oh nein, der ertrinkt. Da muss er aber tief schlucken. So, da sind zwei Leute, da sind ganz viele Leute. Und ich wette, es ist ein... Ja. Es war ja nicht anders zu erwarten. Ich würde es zwar gern fangen, Metallklaue vielleicht. Sollte nicht so viel bringen. Und ja! Richtig geschwächt. Nein, ich bin umwickelt. Auch noch ein Volltreffer. Du Arsch! Das tut doch weh. So, jetzt aber Hyperball. Will ich einen Hyperball verschwenden? Die Antwort ist... nee. Ja. Ja. Wir haben genug. Bevor das zu lang dauert. Komm schon. Sehr schön. Weiß gar nicht, ob ich so arg hätte schwächen müssen, aber... Wollt auf Nummer sicher gehen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Seine Augen sind durchsichtige Kristalle. Aus ihnen schießt es geheimnisvolle Lichtstrahlen. So geheimnisvoll finde ich die nicht. Find die roten... Die rote Mütze, die er trägt, eher beeindruckender. So, wir sind in Route 20, auf Route 20. Mal hier dem Gesocks ausweichen. Nein, ich war doch fast an Land. Geh weg, du Ratte des Meeres. Wieso bist du jetzt auf Level 16? Das andere war auf Level 30 oder 31. Weg mit dir. So, und wo sind wir? Seeschauminseln. Genau da wollten wir doch hin. Also es geht wahrscheinlich nach links noch weiter, Richtung Osten. Wo die andere Arena ist. Ja, Zinnoberinsel heißt es. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und ich glaube, wenn wir dort den Orden bekommen haben, können wir endlich fliegen. Und dann holen wir uns ein Zapdos. Oder können wir hier schon Arktos fangen? Ich weiß es nicht. Da unten ist auf jeden Fall auch was. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.